es mir nicht glauben, wie fett die ist. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich fange jetzt übrigens an zu streamen erstmal. So, damit ich noch ein bisschen was schaffe. Ich werde dann auch noch wahrscheinlich den Stream nutzen, um das 30-Tage-Projekt vorzubereiten. Mal gucken. Müssen wir uns noch entscheiden, was es wird. Und hier das schon wieder gewachsen. Krass. Okay, ganzen Überbleibsel-Items da noch. Also, ich brauche auf jeden Fall Materialien, vor allem Bruchtiefenstein, Schiefer. Oder wie das heißt. Ja, hab schon eine Idee, wie ich die Kisten anordne. Moment. Alter, ich dachte schon wieder kurz, ich habe kein Holz mehr. Ich glaub's doch nicht. So, nee, so wollte ich das machen. Und das hier weg. So, solche Teile können nämlich da vorne hin, würde ich sagen. Genau, und dann können wir hier erstmal ordentlich Platz haben wieder für weitere Steinsorten. Und ich brauche unbedingt einen Enderman, also dass ich mir meine Enderchest mache und so. Und vor allem auch für Schalker-Shells muss ich einstehen. Aber beides ja End-Event hoffentlich, da kriegt man das. Ah, und ich guck mal kurz bei OBS, ob der Sound stimmt. Jetzt habe ich natürlich ja keinen Zombie oder ähnliches in der Nähe. Ich glaube, ich kann das lauter machen. Probieren wir mal so. Shit, also die Spitzhacke ist bald kaputt. Ich erstmal nur die nutzen und nur im äußersten Notfall die andere. Okay. Am 31.07.2022 startet das 17. 30 Tage Projekt. Okay, und welches wird's? Minecraft. ASMR. Hä? Ach nein. Bitte doch nicht. Doch. Ach, das wird doch Qual. Es heißt Minecraft Whisper. Das ziehen wir durch. Hä, und was spielen wir da für eine Map? Ja, wir spielen ganz normal Minecraft und versuchen mit ASMR-Geräuschen. Comedy Tag on, aber heute konnte ich nicht. Sorry, ja, kein Ding, Erwi. Also, nächste Woche machen wir das End-Event wahrscheinlich. Oder? Minecraft Whisper. So ein Scheiß. Dann, doch, ich kriege es jetzt an, das machen wir. Hä, aber dann einfach auf einer ganz normalen Map oder was? Ich spiele mir Minecraft, ja. Ach du Scheiße. Also Horror 2 nur statt Texture Pack mit sowas. Eigentlich wie diese Holzklotz 2 Folgen, da hatten wir auch irgendwie anderthalb Folgen ASMR. Achso. So, aber endlich bin ich mal hier am Steinfarm. Ich brauche den nämlich unbedingt. Aber theoretisch könnte ich auch zu Sano gehen und mir Sachen verzaubern. Oder Rita hat ja, glaube ich, auch einen Tisch. Moment. Ja, jetzt muss ich natürlich wieder ewig hochlaufen. Das ist gerade unangenehm. Ich habe wieder hier rote Anzeige in OBS. Na gut, nur kurz. Okay, mal das kurz weg. Was wollte ich jetzt machen? Hier oben. Ey, das ist wirklich schlimm. Ich habe das mittlerweile jedes Mal, vor allem bei längeren Wegen, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen wollte. Wie weißt du es noch?
Ah, 14 Dias, ja genau, ich wollte zu Sano gehen. Oder zu Rize mit dem Zeug. Oh Mann, ey. Ist da echt schlimm. Weil ich irgendwie über 1000 Sachen manchmal gleichzeitig nachdenke. So, die Spitzhacke, soll ich noch ein Gerät nehmen? Vielleicht das hier verzaubern? Na, mal gucken. So, weg mit dem. Ja, ich laufe irgendwie immer hier lang, habe ich mir schon so richtig angewöhnt. Weg. Alter. Hey, ja, Mob Griefing ist aus. Frage ich mich doch, warum Endermen teilweise doch Blöcke stehen. Egal, erstmal hier. Behutsamkeit. Naja, doch, nehme ich. Effizienz, na gut. Ich hätte mal gerne eine mit Unbreaking noch. Ja, ich. Meine Rüstung habe ich jetzt komplett. Da kann ich mir auch erstmal leisten, ein paar mehr Spitzhacken zu verzaubern. Aha. Ach, nur Effizienz, Junge. Wenn, gönn mir doch mal Unbreaking. Ich habe noch nicht einmal Unbreaking, ne? Ich habe auch nur Glück und Effizienz, hä? Es muss doch mal klappen. Ich will ja nicht meine ganzen Dias erst verwendet haben. Ah, was krieg ich mal hier? Oh, wieder Behutsamkeit. Oh, ich brauch das doch nicht fünfmal. Vielleicht klappt's ja, wenn ich ein Tischpaar abdunkel. Hä? Ach so, da muss ich mehr abdunkeln. Beziehungsweise was dazwischen hauen. Ne, noch mehr. Hä, immer noch. Hä, oder geht das nicht mal mit Fackeln? Ah, doch. Geht tatsächlich noch. Hä? Ah, warum kann ich jetzt auf Level 26 immer noch verzaubern? Und dann kriege ich vor allem immer noch Verhutsamkeit. Vielleicht, weil... Ah, früher war das nämlich so, dass dann die oberen Blöcke noch auch keinen Kontakt mehr hatten zum Zaubertisch. Aber ich glaube, jetzt trifft das nur auf diesen Block zu. Deswegen, wenn ich hier das so mache, wird es wahrscheinlich noch gehen. Ja, mit 20, aber ich kriege jedes Mal Behutsamkeit. Früher konnte man das dann auch mal beeinflussen, dass man dann komplett andere Sachen gekriegt hat. Naja, egal. Dann mach mal. Ja, komm, ich mach's halt. Ach, schon wieder nur Effizienz, ey. Oder ich könnte ja einfach disenchanten, ne? Ja, ich glaube, das mache ich jetzt. Wo haben wir denn. Wie geht denn das mit dem Grindstone, ne? Heißt der. Schleifstein. Na toll, kann ich wieder mir nicht anzeigen lassen. Ey, ich hasse es. Wozu gibt es ein Rezeptbuch, wenn man die Scheiße erst freischalten muss? Das ist so unnötig. Könnt ihr es nicht einfach machen wie bei Just Enough Items oder so, dass man das an der Seite sieht und fertig. So, Stick, Steinstufe und Bretter, Alter. Als wäre das jetzt so ein revolutionäres Rezept, was man erst sehen darf, wenn man eine Elite... Kreis beigetreten ist oder so. Alter. So, hier. Ja, das dauert ein bisschen. Ich musste ja dann auch nochmal durchschmelzen. Oder? Nee, stimmt. Ich brauche ja die Steinstufen. Aber ich guck nochmal. Vielleicht geht's auch mit mehreren Sorten. Nee, man braucht die normalen. Okay, ja. Also die mittlerweile normalen, die klassischen sind eben ja die anderen, die man aus den doppelt durchgeschmolzen macht. So, dann jetzt zack. Jetzt muss ich mal gucken. Ah ja,
Hier ist 6 und da und dann das. Da haben wir's. Vielleicht steht ja auch schon einer rum. Ja, ich sponsor den einfach mal hierher. Und dann können wir die mit. Ich entzauber die. Haltbarkeit 3, na endlich, ey. Und nur Haltbarkeit 3, na sicher. Ohne Witz, ne? Ich hab da noch keinen Amboss, oder? Ich guck mal rüber. Da würde ich mir mal einen machen und die kombinieren. Kann ja so nicht weitergehen, dass ich ja immer so ohne richtiges Werkzeug unterwegs bin letztendlich. Dann müsste ich mir eigentlich auch mal einen Villager machen. Aber das ist immer so stressig, ne? Was wollte ich jetzt? Ach ja, Junge, ist es schlimm, ne? Ich komme selber nicht mehr drauf klar. Es ist so schlimm. So. Eisen habe ich aber gar nicht viel. Das muss ich also sparen, wie es aussieht, gell? Ich guck nochmal. Hä? Als ob ich nicht mehr Eisen habe. Zumindest kann ich das mal jetzt so craften. Dahin, jo. Dann. Ich habe 32 Level. Was will ich jetzt nutzen? Eigentlich Haltbarkeit und Effizienz will ich einfach nur zusammen haben. Hä? Wieso kostet so rum 6 und so rum 4? Da kriegt man ja schon wieder Schmerzen. Ah, irgendwie fühlt sich das also verschwenderisch an, ne? Ach, es wäre geil, wenn man so ein leeres Buch da drauf haut, dass man das dann, das Buch beschreiben kann, die Spitzhacke ist leer, ey. Das wäre so ein geiles Feature, ne? Warum das nicht geht? Vielleicht verbrauche ich die auch erstmal und dann kombiniere ich die, denn ich glaube, das wird dann nicht teurer. Ich glaube, das ist dann immer noch bei 4 Level, ja? Probieren wir es einfach mal. Ich nehme die auch mit, aber warte, die hier darf ich nicht anbrechen, anknacksen. So, dann würde ich mir mal die Glücksspitzhacke lasse hier, die nehme ich mit. Die tue ich aber an einer anderen Stelle im Inventar, damit ich das sehe. Hier kommt das rein, dann Lapis kommt hier wieder raus. Und die kann ich jetzt nutzen, genau. Dann machen wir es eben so. Habe ich Karotten? Nee, habe ich wieder irgendwo rausgelegt. Sehr schlau. Die brauchen wir nämlich dringend. So, und jetzt auf jeden Fall ist wichtig, Eisen zu holen. Dann diese Steine hier, die ich schon am Abfarmen war. Bin ich auch schon tief gelaufen vorhin, das kam mir gar nicht so weit vor. Ja, das geht schon mal schneller. Ah, ein Lapis kriegt man auch, sehr gut. Warte, ich tue die mal in die Offhand. So, also ja, Cobblestone muss ich eigentlich auch mitnehmen. Ist ganz gut, wenn wir hier vielleicht an der Grenze so farmen. Aber Diorit nervt natürlich, ne? Ja, was willst du machen? Das Kupfer, das farm ich auch nur, weiß ich nicht warum eigentlich. Brauche ich an sich nicht. Oh. Aha. Ah, da ist ja Gold. Sehr gut. Noch so schön gemischt, alle Goldsorten. Ah, ein Eisen, das brauche ich dringend, Alter. Aber warte mal, das ist gar nicht so gut, dass ich das so abbaue. Das sollte ich mit
Behutsamkeit machen. Die hier, ja. Also sobald ich Eisen finde, immer Behutsamkeit, damit ich das oben mit der Glück dann irgendwann... Obwohl, warte mal, die Glücksspitzhacke hätte ich theoretisch jetzt auch schon mit Effizienz verbinden können, ne? Damit die wieder voll ist. Das wäre doch eigentlich schlauer gewesen, oder? Ja gut, das Problem ist dann wahrscheinlich wieder, dass ich... ja, nee, ist schon besser so, denke ich sogar. Oh, shit. Oh nee, jetzt kriege ich ja auch noch zwei Sorten. Oh nein. Ich hasse es. Das ist wirklich nervig, sowas. Man kriegt immer mehr das Inventar zugemüllt und ich habe keine Möglichkeit aktuell. Ich kann doch nicht gezwungen sein, erst ins End zu gehen, was bei uns ja erst nächste Woche geöffnet wird oder so. Und da ewig zu suchen nach solchen scheiß Schalkern, damit ich einigermaßen klarkomme, also mal ganz ehrlich. Es muss da endlich mal diese Bundles geben, weißt du, da könnte ich nämlich hier... Da würde sich vieles zusammenfassen, das Gold, die Andesit, oder? Ich weiß gar nicht, ob das in Bundles geht, ich hoffe mal. Nicht, dass da nur bestimmte Item-Typen rein können. Ach, guck mal hier, ich kann gar nicht mehr aufsammeln. Ist doch kein Zustand. Ja, ich baue das mal kurz so ab. Geht ja nicht anders. Dann gehe ich kurz hoch. Das ist natürlich nervig, das scheiß Hochgehüpfe hier. Da will ich mir schon wieder einen Aufzug machen. So, aber für einen Aufzug bräuchte ich eben auch erst Kelp, ne? So. Ja, 10 Gold. Hey, was ist denn hier? Glück 3? Na gut, ja, 10, das kann schon sein bei 5 Dingern. Oh. Ah ja, Internet ist weg. Super. Und Gold sollte ich auch nicht mehr so abbauen. Fällt mir gerade ein. Eigentlich müsste ich die Behutsamkeitsspitzhacke mit Haltbarkeit versehen. Oh shit, jetzt ist hier total Absturz gefühlt. Oh, Hilfe. Also, wie mache ich es jetzt? Ich glaube, Behutsamkeit und Effizienz. Und noch... Nee. Hat total nervig. Was ist denn das hier für Stein? Das ist doch Deep Slate Cobblestone, ne? Also ich such. Oh nee, was ist denn hier los? Hä? Oh. Also, was steht da? Cobbled Deep Slate, genau. Hä? Oh, yo. Trevor, in your opinion, I know you're a boxing expert. You? You the best boxer ever? Well, who would it have?
Du kannst mal kurz Whisper starten. Ja. Mach einen Server bereit. Vanilla 1.19. Okay, also ja, sonst nichts weiter beachten. Nee, gar nichts. Geiles Projekt. Da freut man sich doch richtig. Abwärts. Oh, was habe ich denn hier nur für Disconnects heute? Ja, ich lock mich mal da unten aus gleich. Da weiß ich wenigstens noch. Hä? Wieso hast du denn jetzt auch so, dass der Aternos? Ich dachte gerade, wir sind gefühlt auf Tiny CA. Dann nehmen wir mal den alten wieder. Für die 30-Tage-Projekte. Erwartet, der war ja anders. Wie heißt der? So. Da hatte ich noch für Minecraft Mechanic einen gemacht, während Shandy schon längst einen anderen hatte. Dann nennen wir den mal um. Das ist, glaube ich, jetzt das 17. Projekt. Dann Whisper. Hä? Ach so. Welten. Dateien. Immer gleich die 1.19.1. Muss ich gleich wieder die Spieler whitelisten, das ist immer am nervigsten. Hallo, hier steht noch was im Log. Ne, da wurde jetzt geleert. Na da. Mal sehen, ob ich gleich joinen kann schon. In der Zeit gehe ich auf Gomme. Ja, eine Runde Skywars. Das sieht doch Sano gerne in einem Top-Attack-Stream. Na los, lass mich rein, hä? Minecraft 1.16.5 oder höher. Hä, ich bin da auf der 1.19. Was haben die für Probleme? Oh Mann, erkennen sie die 1.19 anscheinend noch nicht an. Obwohl das weird ist, dass sie dann sagen, das sollen sie gleich schreiben, joine zwischen 1.16 und 1.18. Zwischen den Versionen. Ah ja, ich kann mal hier dieses Doodle Jump machen. Oh, scheiße, ich bin tot. Oh, nein. Wo ist es? Junge, ich rast aus. Da ist es! Hey, neulich lief das ein bisschen besser wenigstens noch. Ah ja, genau. Oh, scheiße. Da war ich nämlich schon mal hier. Oh, yo, Mann.
Denn ich bleib Gomme treu. Ja, ich will, dass Gomme Mode das Jugendwort wird des Jahres. Sag mal, wie viel Spieler hat Gomme eigentlich gerade? Das würde ich noch mal gern wissen. Guck ich gleich mal im Hauptmenü. Hab vorhin nicht drauf geachtet. Beziehungsweise ich muss das ja glaube ich auch mal laden lassen. Und dann join ich lieber immer vorher schon. Weil es scheißegal ist. So, Aterna-Server läuft, ne? Da gehe ich schon mal drauf. Die Runde startet ja eh gerade nicht. Zum Glück muss ich keine andere Version holen. Ah, wir sind in der Wüste. Ist doch schön. City Survival 4. Geil, Alter. Wir können ja City Survival 5 starten als 30-Tage-Projekt. Ey, ja, das wär's. Ey, den Vorschlag mache ich gleich. Nee, obwohl das... Ich glaube, das würde zu weit führen. Wir müssen vorher noch ein paar andere Stufen erreichen der Absurdigkeit. Bevor wir das angehen können. Oh. Aber einfach krass, wie wir hier an einem Mesa-Biom spawnen, ne? Minecraft Western oder was? Ja, das kommt ja dann am nächsten Sonntag auch wieder auf YouTube. Gibt's ein Comeback? Das fällt mir gerade so ein. Ey, yo, da brauche ich ja neue Folgen sogar ab. Ich glaube Ende September oder so. Scheiße. Müssen wir wieder Western aufnehmen. Wir können ja direkt hier Western weitermachen einfach. Mal wieder eine neue Map. Weil das Problem war ja, dass wir auf der alten Map uns wieder mal nicht mehr zurechtgefunden hatten. Bisschen scheiße alles. So. Ja, ich weiß gar nicht jetzt, was ich noch machen soll. Ah, ich glaube, ich schneide jetzt einfach oder so. Da beende ich den Stream, weil macht jetzt keinen Sinn, wieder auf einem ganz anderen Projekt zu joinen oder so. Da warte ich jetzt einfach noch kurz, bis Rize da ist für die Aufnahme. Genau. Oder ich kann ja auch schon mal versuchen zu flüstern. Das wäre ja vielleicht eine gute Vorbereitung. Oh, ich hoffe nicht, dass ich das gleich eine halbe Stunde oder eine Stunde lang machen muss. Scheiße, gar keinen Bock da drauf. Oh ja, hier sind ja eigentlich ganz nice Orte. Gefällt mir an sich die Map. Die ist schon wieder viel zu gut, Alter. Ja, bleib einfach mal hier AFK stehen. Und dann war's das vom Stream. Oh lol, geht zu Sano, seine Eisenform wurde geschrieben. Ja, da war ich neulich schon, die hab ich schon in der Folge gezeigt, by the way. Falls du noch da bist, Sakumo. Also, alles gut, ne? Es sei denn, die ist neu nochmal. Aber, naja, ich guck die mir demnächst vielleicht nochmal an. Ich mache ja immer mal Standtouren. Und ich weiß auch gerade gar nicht, warum ich immer noch flüster. Denn eigentlich ist es nicht mehr notwendig, aber egal. Ich beende erst meinen Stream, also ciao.